Spider-Man No Way Home. Ein Film, der schwer zu bewerten ist, ohne über Spoiler zu reden, aber ich werde es versuchen. Der wohl gehypteste Film des Jahres oder sogar seit Avengers Endgame. Der Film, der die Massen in Zeiten einer noch laufenden Pandemie ins Kino zurückholen wird. Der Film, der so viele Geheimnisse hat und trotzdem so wenige. Leaks, Gerüchte, Spekulationen, Wochen, Monate, sogar über ein Jahr vor dem Film, verteilt über das Internet. Was ist wahr, was ist falsch? Schaffen diese Gerüchte eine falsche Erwartungshaltung? Und wenn nein, sind die Erwartungen sogar übertroffen? Das sind die wichtigen Fragen vor dem Kinobesuch. Doch danach stellt sich eine ganz andere Frage. Warum habe ich über sowas eigentlich nachgedacht? No Way Home ist vorerst das Ende für Peter Parker im MCU. Nicht ohne Grund wurde dieser Film als Ende der Home-Trilogie und dieser Ära behandelt während der Dreharbeiten. Es ist ein Ende, vielleicht auch ein Neuanfang, aber vielmehr ein klares Ende. Und das Wichtigste in einem Ende ist ein gelungener Abschluss und vor allem ein gelungener Character-Arc über alle Filme hinweg. Sean Winfield, Queen's Tribune. What is it like to take over from Tony Stark? Those are some big shoes to fill. Homecoming und Far From Home standen oft in der Kritik dafür, dass Peter zu viel Hilfe bekommt, dass die Integration im MCU Spider-Man viel mehr schadet, als davon zu profitieren. Doch was vielen Leuten dabei entgeht, ist die klare Reise, die Peter antritt und Stück für Stück lernt. Er kann sich eben nicht auf die Hilfe von anderen verlassen. Er ist alles, was er hat, und das ist genug. Strange, stop! Can we please just talk about this? Oh, what are you doing? Und das lernt er auch erneut im dritten Teil, welche diese Reise auf sehr poetische Art und Weise, ohne zu spoilern, sage ich jetzt mal, zu Ende bringt. Die Idee, sich von Dr. Strange helfen zu lassen, war erneut ein Schlag ins Gesicht. Zum dritten Mal merkt Peter, dass wenn er seinem eigenen Instinkt folgt, besser dran ist als andersherum. I just wanted to be like you. And I wanted you to be better. So wie Iron Man nicht an ihn geglaubt hat im ersten Teil, er verraten wurde von Mysterio, steht er nun im direkten Interessenskonflikt mit Dr. Strange und muss auf seinem eigenen Weg sein Ziel verfolgen. Stark chose you. He made you an Avenger. You're an Avenger now. I need that. The world needs that. Ich würde gerne noch mehr ausholen, aber das geht dann bereit in Spoilern und deswegen lassen wir das an der Stelle. I don't really have much luck when it comes to getting close to people. So I lied. I wasn't just watching you because I thought you were Spider-Man. Schaut man sich also die Trilogie als Gesamtwerk an, merkt man einen roten Faden. Doch was noch auffällt, es wird düster. Everywhere I go, I see his face. And the whole world is asking who's gonna be the next Spider-Man. I don't know if that's me happy. I'm not Iron Man. Und No Way Home setzt dem Ganzen noch eine Schippe obendrauf. I'm sorry, kid. Das ist der tragischste und düsterste Spider-Man-Film bisher. Und das überrascht, wenn man sich die Trailer und Co. anschaut. Multiversen, andere Bösewichte, Doctor Strange, Magie, Action. Wo bleibt Zeit für Tragik oder düstere Momente? Und die Antwort ist, genug. Und das ist die große Stärke des Films. Obwohl anscheinend so viel passiert, verliert der Film nur in wenigen Momenten seinen Fokus. Peter. Es geht um ihn und alles andere ist nur nette Deko drumherum. Tom Holland strahlt mit seiner besten Performance als Spider-Man und vor allem als Peter Parker in diesem Film. Zerrissenheit, Reue, Rache und Trauer, so viel auf einmal. Und es tut weh zuzuschauen. Der Film hat ein paar der traurigsten MCU-Momente überhaupt. Und das sagt man nach dem Tod von Tony Stark in Avengers Endgame, ne? Im Kern des Films steht Peters großes, selbstloses Herz. Manche würden ihn naiv nennen, doch die Leute verfehlen dann leider den Punkt. You. It's not even about us. It's about legacy. It's about what we choose to leave behind. Doch kommen wir zum Thema der Erwartungshaltung. Gerüchte und Co. Ohne irgendwas zu bestätigen oder zu verneinen an der Stelle. Der Film hat durch diese ganze Vorarbeit jede Menge gegen ihn stehen. Die Leute, die all diese Sachen erwarten, werden vielleicht enttäuscht werden, wenn es nicht der Fall ist. Die Leute, die es nicht sehen wollen, werden enttäuscht, wenn es eintritt. Ein Film mit solch einer Erwartungshaltung ist doch eigentlich nur zum Scheitern verurteilt, nicht wahr? Do you know Peter Parker, who's Spider-Man? Yes. Is that him? No. Wie uns Beispiele wie The Last Jedi zeigen, lass Spekulation niemals Erwartung werden. Lass Hoffnung niemals dein Anspruch sein und lass deine Wünsche nicht die Messlatte bestimmen, ob der Film gut oder schlecht ist. Ich kannte alle Leaks, viele Spoiler, viele Gerüchte und hatte natürlich auch meine eigenen Hoffnungen.
Trotzdem lege ich das alles vor dem Film ab, sobald ich den Kinosaal betrete. Ich wollte nur überrascht werden und eine gute Zeit haben. Und wie war's? Toll. Einfach echt gut und toll. Hört sich nicht spektakulär an, ich weiß. Ich bin nicht aus meinem Sessel gesprungen oder hab geschrien. Ich war am Ende des Films einfach sehr content und zufrieden. Ich hatte wirklich nicht viel zu bemängeln und das ist selten. Und ich hatte einfach eine tolle Zeit im ganzen Film, bis auf zwei kleine Szenen. Ich hatte immer Spaß. Meine Erwartungen jedoch, naja, die wurden weder übertroffen noch enttäuscht. Ich war einfach irgendwie happy und okay mit allem, was passiert ist. Er hatte Überraschungen, Plot-Twists und Fanservice, aber für mich waren es tatsächlich nicht diese Momente, die den Film für mich so toll gemacht haben, sondern die Emotionen. Ich war gerührt, ich hatte Tränen im Auge und es war einfach schön und bittersweet mit anzuschauen. Der Fanservice mit den verschiedensten Antagonisten und Referenzen zu anderen Filmen, ja, es war cool, lustig und nett, was auch immer, aber das waren tatsächlich auch die zwei kleinen Szenen, welche mich ein bisschen gestört haben. Irgendwann war es einfach zu viel und der Joke war ein bisschen overplayed. Ja, wir haben es verstanden, wir brauchen nicht die 24. Referenz auf etwas, es war beim ersten Mal schon lustig, aber jetzt nicht nochmal bitte, können wir endlich mit dem Film weitermachen. Es war cool, aber es waren halt nicht die herausstehenden Momente für mich in diesem Film, denn, das muss man sagen, der Film ist ziemlich ruhig. Es passiert viel, aber wenig gleichzeitig. Also, der Film lässt sich verdammt viel Zeit, aber man merkt es nicht. An keiner Stelle hat er sich gezogen oder war zu langsam. Das Pacing war eigentlich nahezu perfekt in diesem Film. Trotzdem ist der Film verdammt ruhig. Dafür, was eigentlich alles abgeht. Dude! 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 Der Anfang des Films, welcher direkt an das Ende von Far From Home anschließt, war anders als erwartet kein großes Spektakel. Es war überraschend angenehm und charakterbezogen. Und das hat man sehr, sehr, sehr gebraucht. Und vor allem das Ende des Films, das zaubert mir jetzt gerade noch ein Lächeln ins Gesicht, einfach schön irgendwie. Es lohnt sich wirklich, diesen Film anzuschauen. Als jemand, für den Spider-Man die ersten Superheldenfilme war, die ich kannte, war es einfach ein extrem schönes Kinoerlebnis. Es ist für jeden Fan was dabei, auf eine Weise oder die andere. Und es ist das Beste, was es von Spider-Man gibt und gab, kombiniert in einem. Es ist ein Abschluss, ein Höhepunkt und gleichzeitig auch irgendwie ein Neuanfang. Er öffnet die Türen, er schließt andere und lässt andere dann wieder halb offen. Es war einfach eine tolle Reise, wie weit wir gekommen sind mit Spider-Man im MCU und ich fühle mich gerade so ein bisschen stolz, wie als wenn es mein eigenes Kind wäre. Ich weiß nicht wieso, aber das, was Tom Holland, Zendaya, John Watts, Jacob Batalon, Kevin Feige und Amy Pascal mit diesen drei Filmen geschaffen haben, ist einfach fantastisch. Und im MCU eine der besten, wenn nicht sogar die beste Trilogie als Gesamtprodukt. Und so fantastisch, wie diese Trilogie war, wird es jetzt Zeit nach vorne zu schauen. Ob Tom Holland zurückkehrt oder doch lieber eine kleine Pause nimmt, wer weiß. With great power. Great responsibility.